Häufig erleben die Rettungsmänner dramatische Szenen. Wie bei diesem Einsatz der Wilhelm Kaisen. November 1983. Schiffskollision in der Elbmündung. Ein Containerschiff ist in Brand geraten. Die Besatzung ist vom Feuer eingeschlossen. Drei Mann können wir noch übernehmen. Für zwei Seeleute, die bei der Kollision eingeklemmt wurden, kommt jede Hilfe zu spät. Löscheinsatz. Über Funk erreicht uns eine generelle Warnung. Die Container haben explosive Feuerwerkskörper und Baumwolle geladen. Im beißenden Qualm arbeiten wir uns immer weiter zum Brandherd vor. Nach 20 Stunden werden wir abgelöst.